seid gegrüßt zu Siedler 3, der dritten Ägypter-Mission. Ah, wir haben hier unten Gold gefunden. Eisen wäre mir lieber. Aber wir haben hier oben ja auch noch theoretisch Eisen. Vielleicht bauen wir hier unten doch den Turm hin. Bevor der Bauplatz weg ist. Unsere erste Getreidefarm steht schon mal. Langsam. Ach, der passt da prima nebendran. Und Goldschmelze. Dafür ist es noch zu früh. Wir brauchen zuerst dafür genug Nahrung. Der Steinbruch ist jetzt auch fertig. Und wenn ich genug Leute hätte, würde ich langsam mal schauen, was unser Gegner so tut. Wir haben nur die Möglichkeit, in seine Richtung uns auszubreiten. Wir benutzen ja keine Pioniere und dann... um mit Türen vorbeizukommen, dürft der Platz hier nicht ausreichen. Hier wäre vielleicht noch, aber das, die Grenze dürfte ungefähr hier enden, wenn ich da einen Turm hinbaue. Ich hier einen vielleicht noch platziert kriege, wird das auch nicht reichen. Aber wir können uns ja hier über Norden ausbreiten, können bis hier oben hinkommen. Das wäre auch ausreichend, denke ich. Zumindest Kohle und Gold haben wir genug. Das Einzige, was uns ein bisschen mangelt, ist Eisen. Aber zumindest die Eisenmine dürfte uns erstmal eine Menge Eisen geben. Hier oben werden wir auch noch ein bisschen bekommen. Und zumindest hier wäre auch noch Eisen drin. Ich vermute, dann ist im Rest vom Berg auch irgendwo noch Eisen. Da ist zumindest Kohle. Das ist jetzt nicht ganz so hilfreich. Davon haben wir nämlich auch hier unten. So, und du arbeitest schon mal. Dann bauen wir hier oben auch noch eine Getreidefarm hin. Bauen wir, wenn möglich, die Schweinezucht und so hier. Dann haben wir die Nahrungsmittelproduktion hier zentral. Müssen ja hier hochliefern und auch hier an den Berg. Und hier oben die Fläche werde ich dann versuchen zu nutzen für die Mana-Produktion. Wenn ich dich hier sogar zwei Getreidefarmen kriege. Aber ich glaube, der Platz ansonsten reicht dann trotzdem nicht so gut aus für kleiner Tempel und allem. Das wollte ich nicht. Ich wollte, da oben können wir noch sowas hinbauen. Das wäre eigentlich ganz interessant. Boah. Bauen wir da oben auch noch gerade eins hin. Zwei Steine für den Turm hier unten. Die Kaserne wird jetzt fertig gebaut. Wir haben immer noch... Ach, mir fehlen Leute, ja. Aber das mittlere Wohnhaus wird bald beliefert. Es wird hier sogar schon beliefert. Der Stein für den kleinen Turm kommt wahrscheinlich von hier oben. So, und dann.
Ja, da fehlen nur noch 6 Steine. Und dann habe ich wieder mehr Leute. Der hat schon mal Fisch für die Goldmine. Ja, ich baue jetzt direkt auf meine Getreidefelder eine Goldschmelze. Das ist der perfekte Platz. Der braucht immer noch 6 Steine. Der braucht ein paar Bauarbeiter. Ah, das ist nur ein Geologe. Und dorthin ist auch noch Eisen. So. Den Turm lassen wir erstmal. Vorher brauche ich entsprechend mir Soldaten. Der Turm ist auch fertig, dann ist die Steinversorgung hier gesichert und die Rohstoffe. Wir bräuchten also mindestens noch ein Wasserwerk, das könnte hierhin passen. Du könntest hier die Bäume fällen, das könnte dann wirklich hierhin passen. Würde theoretisch, also die Schweinezucht, ja. Die Fleischerei, nein. Die könnte ich aber ungefähr hierhin bauen. Wir bauen eins hierhin, können wir hier ein Getreidefeld machen. Könnten wir hier oben noch eins machen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. So. Oh. Ja, das war so nicht geplant. Mal sehen. Jetzt wird das mittlere Wohnhaus fertig. Ach, und die Waffen werden produziert. Das mit der göttlichen Aufwertung wird noch dauern. Also produzieren wir jetzt einfach so ein paar Soldaten. Wenn wir sowieso jetzt schon Soldat produzieren, können wir hier einen Turm bauen. Und ihr zwei erledigt jetzt mal den Geologen. Ich hasse es, wenn ich auf der Karte markiert bekomme, dass da irgendwo Feinde rumlaufen. Komm du mal hier. Ach, die bauen jetzt das andere Wohnhaus. Das ist auch schon mal gut. Na, wo bist du jetzt? Das ist der abgehauen. Kann man da durch? Da kann man durch. Das ist gut zu wissen. Denn damit hätte ich nicht gerechnet. Gut, dann brauche ich 1, 2, 3. Du kommst da runter, du kommst hier rüber und du kommst darüber. Ach, die wird auch schon fertiggestellt, die Werkzeugschmiede. Dann brauchen wir immer noch einen Platz für unsere Goldschmelze. Hier theoretisch dorthin auch hingepasst. Sei es drum. Hier kommt eine Schweinefarm hin, später aber erst.
Wir haben, glaube ich, echt nicht aufgepasst. Aber ihm scheint es im Moment an Nahrungsmitteln zu fehlen. Hier mit dem Turm kommst du nicht weit. Getreide produziert er schon mal. Aber es wird im Moment nicht abtransportiert. Vielleicht fehlen auch Leute. Dann stellen wir den Anteil an Trägern hoch. Wie sieht es dann hier aus? Wir haben unsere ersten kleinen Truppe produziert. Und hier können wir tatsächlich mal einen Turm hinbauen. Um die Steine alle abbauen zu können. Die Bäckerei steht. Das ist doch mal was. Sobald der Turm ist fertig ist, können wir da oben auch noch ein Getreidefeld anbauen. Getreidefeld anbauen. Eine Getreidefarm bauen. Und die Fleischerei. Und dürfte unsere Nahrungsmittelversorgung erstmal geklärt sein. Der hackt noch fleißig Holz. Wieso kommst du hierher? Du sollst herkommen. Ihr zwei schnappt euch den. Der Asiate will meinen Spion. Müsst aber gleich abdrehen. Jetzt läuft er zurück. Wir brauchen einen neuen Turm. Und zwar da oben hin. Gleich mit dabei Steinbruch. Und hier unten mal eine Fleischerei. Und hier eine Getreidefarm. Gut. Hätte ich die Turm ein bisschen weiter unten platziert, wäre es besser gewesen, aber okay. Ist jetzt so. Dann könnten wir hier noch eine Bäckerei hinbauen. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Die Frage ist, wo wir noch ein Wasserwerk hinbauen. Denn für zwei Bäckereien und eine Schweinefarm reicht die eine nicht, das eine Wasserwerk. Eine Goldschmelze wollen wir noch bauen. Für die haben wir auch noch keinen Platz. Wir markieren mal die Stelle und dann reicht der Platz hier nicht mehr. Dann machen wir hier oben die Goldschmelze. Hier war ja auch irgendwo noch Gold. Hier unten ist noch eine Stelle für eine Eisenmine und noch für eine Kohlenmine. Schweinefarm kann dann eigentlich auch gebaut werden. Das mittlere Wohnhaus ist fertig. Das ist auch gut. Dann fängt die Wirtschaft langsam an zu laufen. Getreidefelder sind sogar sehr gut bewirtschaftet. Kohle wird nicht das Problem sein. Wir stellen auch noch ein bisschen Brot für die Eisenmine ein. 20% sollen an die Eisenmine gehen. Wir müssten noch 3 haben. Dann kommen wir doch mal darüber.
hier. Und ansonsten. Ja gut, da waren aber noch Fische. Oh. Das sind ein bisschen viele. Kommt schnell, schnell, schnell. Wir haben 10 Soldaten. Das könnte ein bisschen wenig sein. Aber wir haben noch einen Kampfbonus im Moment hier. So. Große Frage ist, kriegen wir die Nahkämpfer von ihm alle besiegt möglichst? Kommt, ihr zwei haut ab. Komm, kriegt ihr den noch abgeschossen, ist die Frage. Der Turm auch noch fallen würde, also der Schwertkämpfer dürfte sterben. Vielleicht sogar der Lanzenträger da. Den hat er auch noch gekriegt. Dann verlieren wir jetzt sogar gar keinen Turm. Ihr zwei geht jetzt einfach hier hoch. Das ist schlecht. Gut. Dann belassen wir es jetzt mal dabei. Ihr baut jetzt unbedingt die Eisenmine hier fertig. Wir brauchen mehr Soldaten. Das lief ja ganz gut gegen die zwei. Der wird kaum Schaden kriegen. Der hier ist halt beim nächsten Schlag hinüber. Wenigstens gucken. Wir kriegen im Moment kein Lazarett gebaut. Es wäre zwar wichtig, aber kriegen wir nicht. So, dann könnt ihr den Rest auch mal beliefern. Getreidefarm braucht ihr zum Beispiel noch einen Stein. Und genug Steine dürften wir sogar überall rumliegen haben. Wir brauchen mehr Leute, das ist auch ein Problem. Ach, wir könnten mal gerade gucken. Wir brauchen noch eine Sense. Wir brauchen... Wir haben keine Axt mehr. Weil ich scheinbar doch einen... Oder die liegt hier hinten dran. Nein, wir haben keine Axt mehr. Das ist schlecht. Und dann belassen wir es erstmal bei den zwei Gegenständen. Dann hoffe ich, dass sie zwei Eisenbarren zur Werkzeugschmiede liefern. Ach, und du kriegst jetzt sogar ein bisschen Brot. Und die Goldschmelze wird fertig. Okay. Das ist schlecht. Okay, wir kriegen ein Schwert für den Turm da oben. Der Turm ist nicht schlimm, wir verlieren dadurch nicht wirklich etwas.
Also einen von den Bogenschützen, die sterben beide. Gut. Ah, der trägt das gerade runter. So. Dann schießt ihr den noch. Und... ja, nur zu erwarten. Ich frage mich gerade, der hat so komisch angegriffen. Der scheint keine Soldaten mehr zu haben. Was im Endeffekt da ist. Ach doch, ein paar Soldaten hat er noch. Ich habe mich geirrt. Keine Spitzhacken mehr. Das ist natürlich auch ein Problem. Dann erschießt ihr die zweimal. So. Schießt. Und weiter schießen. Du läufst runter, du läufst auf den Turm zu. Und jetzt gehst du in den Turm und du schießt auf den. Okay, das können wir auch so regeln. Na, komm schnell genug raus. Er kommt nicht mehr schnell genug raus. Der liefert wenigstens noch Eisen. Und zwar noch einen guten Batzen Eisen. Du kriegst ein paar Schweine. Ich glaube, da brauchen wir mindestens zwei Getreide. Daran kann ich aber nichts ändern. Noch drei Eisen, das heißt, wir kriegen jetzt ein bisschen was zusammen. Hätte ich nicht hier irgendwo... Mist. Ich habe auch ausgerechnet beide Diebe verloren. Dann... ab hier runter. Bauen wir hier oben noch einen Turm. Oh, fangen noch mal von vorne an zu suchen. Ach nee. Dann müssen wir wohl doch anfangen zu laden. Na, willst du nicht lieber den Turm angreifen? Dann machen wir es so. So. Wenn ihr so freundlich seid und euch hier abschießen lasst. Und dann... na komm. Wo bleibt... die haben da eine Waffe runtergetragen. Nicht blöd. Yep, das war's mit meiner Schweinefarm.
Ach komm, lass den erstmal dort. Ich weiß nicht, was der Bogenschütze dort oben macht. Gut, kann er ruhig bleiben. Wir kriegen noch einen Bogenschützen, das ist auch schon mal gut. Ja gut, dass der da nicht viel machen kann, das war mir klar. Das Wichtigste wäre, dass ich jetzt ein paar Soldaten bekomme. Der Turm geht recht schnell, wenn ich die angreifenden Truppen abwehre. Weil der Schwertkämpfer, der da drin ist, recht verletzt ist. Oder Speerträger. War vielleicht sogar ein Speerträger. Das große Problem ist, den Turm muss ich zuerst einnehmen. Der wird strenger bewacht. Da kommen die nächsten. Ich brauche unbedingt irgendwo eine Schweinefarm. Dann machen wir es so. Die Soldaten werden jetzt abgewehrt. Die können auch nicht viel tun gegen uns. Und der Turm ist besetzt. Okay, wir sind aber schon lange über der Zeit. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!